Da ist der Filmmann ist wieder da, Christian. Ja, moin Filmmann. Wir sind jetzt bei der NSU wieder dabei. So, wir haben festgestellt, Zylinder, alles wunderbar. Sieht gut aus da drin, ja. Sieht wirklich gut aus. Man sieht noch gar noch die Laufspuren. Er ist gerade neu eingeschliffen. Also da kann nichts mit sein. Was ich ja von Anfang an vermutet habe, Christian. Ja, hast du? War ja die Zündung. Und wir überprüfen jetzt, wo der Zylinderkopf ab ist, kann man ja schön sehen, wie der Kolben hier hoch und runter geht und kann man auch mal gucken, bei welchem Zeitpunkt die Zündung zündet. Wir haben Angaben. Das ist ja von dem Opi aus Schweden, wa? Wo du die gekauft hast. Ja, ja, der hat mir das mitgeschickt. Das hast du mitgekriegt, ne? Also Baujahr 37 habe ich geguckt. Jo. Wo war das noch? Da wäre es. Ja. 71 mm Bohrung. 88 Hub. 88 Hub. 31 PS bei 7000 Umdrehungen. Alter Schwede, dass die 7000 dreht, das, das ist ganz schön heftig, ne? Ja, Wahnsinn. Das ist schon mal echt doof. So, Werte. Was heißt das da? Das ist wohl Verdichtung. Oh, 10,5:1, du. 10,75, ne? Ja, zu 1. Ja, das siehst du auch hier bei dem Hammerkolben. Ja, der ist schon ja. Irre. Dann stehen die Steuerzeiten dabei. Und hier für uns jetzt interessant. 45 Grad vor OT bei 48 lese ich da. Entschuldigung, ich habe meine Brille nicht geputzt. Ich habe meine nicht auf. Und konntest besser lesen wie ich, wa? Ich habe das vorhin schon mit Brille gelesen. Ah, du warst hast auswendig. Ich habe geschummelt. Ja, Mann. Erwischt. Nee. Was mich irritiert hat, und das ist ja oft unterschiedlich, genau. Bei welcher Stellung die Zündung früh ist oder spät ist. Und das müssen wir jetzt erstmal rausfinden. Christian, in welche Drehrichtung dreht der Motor sich denn? Weiß ich, mach mal einen Gang rein. Ja. So, das Rad dreht sich jetzt so rum. Aha, der Rotor im Zündmagneten dreht sich so rum. Also so rum, ja. Ich mach mal einen Pfeil. Also gegen die Uhr. Ja. Man guckt das ja immer von der Seite eigentlich, ne? Ja. So, das wäre die Drehrichtung. Jetzt müssen wir mal rausfinden, in welcher Stellung. Das ist ja der Zündversteller hier, dieser. Genau. Der dreht sich einmal hoch und einmal runter. Halt ihn mal fest, ich zeige das jetzt mal. Runter muss mit dem Hebel. Guck mal, so ist. Genau, das. Und so ist. Jetzt ist spät. Wie kommst du denn da raus? Weil du ihn so rumgedreht hast. Hier ist die Nocke. Ja. Der Rotor dreht sich so rum, das heißt, der Unterbrecher, ja. Der rennt ja über den Ring rüber in die Richtung. Und wenn du jetzt den Ring in die Richtung mache ich jetzt mal, dann ist so früh. So ist jetzt früh, weil du ihn weiter nach vorne geholt hast. Stimmt. Mach doch mal den Punkt, wo er öffnet. Mach doch mal den Zigarettenpapier-Test. Ja, ich hole mal kurz Zigarettenpapier. Warte mal. Jo. Ist er jetzt auf? Jetzt ist er auf. Soll ich mal am Rad drehen oder kriegst du das hin? Das kriege ich hin. Ja. Jetzt haben wir ja, was hast du jetzt oben eingestellt? Früh oder spät? Das müsste jetzt früh sein. Ne? Hebel nach vorne, früh. Ja, und so ist so spät. Genau. So, und jetzt mache ich mal auf früh. So, ich drehe jetzt mal. Warte mal jetzt. So, jetzt. Jetzt klemmt er noch? Jetzt klemmt er noch. Ja. Der Kolben bewegt sich nach oben. Ja, ganz langsam. Ja, da löst er sich. Oh, das kann aber nicht angehen. Guck mal, wo der Kolben ist hier. Und das soll Frühzündung sein? Ich würde mal sagen, das ist sehr frühe Zündung. Mach mal jetzt auf spät. Zieh ihn mal. Ja. Und dann gucken wir mal, dann muss er jetzt ja. Ich mache erstmal jetzt. Jetzt ist er auf spät, volle Socke spät. Ja, ich mach mal weiter jetzt hier. Ja. Und jetzt bewegt er sich in die Drehrichtung. Jetzt kommt gleich die Nocke. Jetzt flupft er raus. Ja, das ist jetzt Spätzündung. Haut das denn eher hin? Der ist jetzt eigentlich fast eher, also von der Kolbenposition her, eher auf Frühzündung. So müsste das aussehen, wenn es früh ist, ne? Also ich vermute mal, als ich mich auf die Nase gelegt habe, ist das ganze Ding
verrutscht. Ja, der hat ja einen Konus auf dem Magnet. Und dass sich das Konusrad verdreht hat. Der wird weitergeflupft sein irgendwie. Aber weißt du, bevor wir das überhaupt jetzt auseinandernehmen, würde ich sagen, wir nehmen mal hier den Primärdeckel ab. Ja. Und dann machen wir eine Gradscheibe rauf und überprüfen das mit der Gradscheibe. Ja. Da ist er. Sauber. Oh, guck mal, das sieht aus wie die alten Stormy Archer-Dinger. Die Kupplung, ne? Ja. Ja. So mit einer Zentralfeder. Stormy Archer. Guck mal hier. Der stürmische Archibald. Ja. Hier eine Ölung. Ölung du. Für die schon mit Duplex-Kette, du. Modern, modern. So, und hier Geiles ist die Ding, Vermutung. Ne? Hier kann das sein, ja. Hier ist ja der Konus drauf. Ja. Da hat der Schwede bestimmt auch einen Abzug für. Guck mal, Torbjörn hat doch da auch eine Markierung draufgesetzt. Ja. Wie ist die gemeint? Vielleicht hier nach oben, der da? Mit dem Strich übereinstimmt? Keine Ahnung. Also hier müsste eine Gradscheibe rauf. Ja, das heißt, wir müssten das Ding lösen. So, da kommt jetzt eine Unterlegscheibe hin, besorge ich mal. Dass wir so ein bisschen Abstand haben. Genau. Dass wir dann hier an der Kette längs schubbern. Genau. Sonst wird das nichts. Und dann müssen wir den OT ja noch genau festlegen, ne? Ja. OT auf 0 stellen und dann... Ja, es gibt ja einmal die genaue Möglichkeit und dann noch so eine Fuschmöglichkeit, ne? Wie wäre denn die genaue? Die genaue kenne ich so, dass du... Guck mal, jetzt haben wir ja in etwa OT. Ja. Und wenn wir jetzt so ein Stück runtergehen und dann mit der Schieblehre da reinpieksen und dann genau das Gleiche nochmal in die andere Richtung machen, dann liegt der OT genau in der Mitte dazwischen. Und da kann man dann die Scheibe drauf ausrichten. Aber ich glaube, das reicht, wenn wir den in etwa OT den haben. Es geht ja letzten Endes auch nur um die Zündung, ne? Ja. Jetzt müssen wir noch so eine Scheibe finden. Die ist doch gut hier. Die kommt da hin, dann kommt die da hin. So, dann kann man den immer noch... Der Vergaser stört mich schon wieder hier. Der nervt, ne? Ja. So, und dann machen wir da einen kleinen Aludraht dran hier. Und ich drehe von hier mal fest. Ja. Dann ziehe ich ihn ran, ohne dass er sich dreht da bei dir, weißt du? Mhm. So, und jetzt müssen wir den entgegengesetzte Motorlaufrichtung zurückdrehen. Genau. Auf 48 Grad. Wir sind jetzt aber auf spät. Das heißt, du musst ihn erstmal auf früh stellen. So, ist er jetzt früh? Hier hat er sich auch verstellt. Wunderbar. Das funktioniert. Hier ist er mir noch ein bisschen zu schlackerig. Aber jetzt ist er auf Endstellung. Du brauchst jetzt nichts machen. Ja. So, ich drehe ihn jetzt mal ein Stück zurück. Mach mal gleich das Papier dazwischen. Dass du siehst, da öffnet er. Und dann kann ich dir eine Gradzahl ansagen hier drüben. Da. Boah, guck dir das mal. Das ist doch keine... Ja, aber jetzt kannst du ja unten mal gucken, auf wie viel Grad er tatsächlich gezündet hat. Jetzt sind wir bei... Der hat bei 95 Grad gezündet. Also auf der Hälfte von der Strecke fast. Das kann ja nicht gut sein. So kann ein Motor keinen Biss haben. Nee, ne? Ich stelle ihn jetzt wieder auf 48 Grad. Ja. Du musst mir Bescheid sagen, wann wir da sind. Jo. Du wirst du jetzt etwa sein. Jetzt bist du bei 50, jetzt bist du bei... 49, 48, das haut hin so. Ja, okay. Ja, jetzt haben wir hier 48 Grad. Ah, geht. Wir müssen bloß einen Abzieher haben noch. Ja. So. Aber da kann der Feldmann ja wahrscheinlich auch wieder liefern, oder? Ein Abzieher, wa? Ja, wir müssen einen haben, der hier rüber geht. So, also ein 2-Klauen-Abzieher. Ich gehe mal in die Abzieherabteilung. Zieh mal ab. In Halle 1. Zieh mal ab. Ja. Hier ist ja sowas nicht dabei, ne? Du? Nee. Nee, hat er nicht.
Ja, jetzt hat er. Das war's. Der hat einen Keil. Ich werd wahnsinnig. Ja, oder auch nicht. Und der Keil ist abgeschält. Da ist kein Keil. Da. Ja. Oder da war gar keiner drin. Ja, da gehört aber einer rein. Da muss das Zahnrad ja auch einen Keil haben. Hat's aber nicht. Nee. Also sitzt er doch auf dem Konus. Diese Einstellung, wie der Kolben jetzt ist, dieses hier, das dürfen wir ja nicht verändern. Naja, wir dürfen... Wir müssen also, Punkt immer wiederfinden. Solange wir die Gradscheibe fest drauf haben, ja, kann ja auch eigentlich nichts passieren. Nee, genau. Also Kopf rauf. Ja. Jetzt wird's wieder spannend. Guck mal, ich hab den ganzen Quatsch ja noch mal durchgeguckt und was mir bisher noch gar nicht aufgefallen ist, das ist das hier. Ein Foto oder was? Guck mal. Nein. Doch. Oh, das ist das ist Torbjörn, der alte Schwede, auf der NSU. Und das dahinter ist der Typ, der das Ding neu gekauft hat. Ach was. Ja, das ist der Erstbesitzer von der Karre. Und eine NSU Max steht Rolf Gülich, first owner of this NSU. He did 3 races in 1937. Saxtorp, Paris und Monza. Nein. Das Ding hat Historie. Wahnsinn. Geil, ne? Guck mal, hier sind nochmal die beiden. Der mit dem Hut ist der Opa, der das Ding gekauft hat. Ja. Und das ist Torbjörn, von dem hast ich du das Ding gekauft. Klasse. Geil, ne? Ja. Jetzt weiß man mal, wie die ausgesehen haben. Guck mal, hier ein alter Volvo. Mhm. Oh, ist das ein tolles Bild, du. Guck mal, was sie für eine Klamotten noch anhatten, du. Ja. So Lederstiefel, du bist oben hin, du. Hammer, du. Ja. Das ist nur toll, wenn man da was zum ersten Mal macht, ne? Geil, ne? Ja, ich finde das irgendwie auch geil. Mach doch mal wieder Laune. Das ist immer so eine komische Mischung aus Fracksausen. Kriege ich den Kram jemals wieder zusammen oder nicht? Aber ich finde, die Neugier überwiegt dann doch. Ja, irgendwie. Aber wenn, dann kriegt man das eben beim dritten Mal zusammen oder ordentlich. Ja, ist ja auch egal, oder? Irgendwann wird man den Fehler ja schon finden. Ich glaube, wir machen hier mal mit dem Drehmomentschlüssel so ein bisschen, dass wir die nach Gefühl auf jeden Fall gleichmäßig anziehen. Ja. Hast du Angaben drehmomentmäßig? Nö. Nicht, ne? Nee. Das haben wir früher auch nicht gemacht. Glaube ich auch nicht. Hier. Doof, dass man da keine Angaben hat, ne? Ja. Das ist gut. So, jetzt drehe ich noch ein bisschen so runter. Also mehr würde ich nicht anziehen. Ne, muss ja auch nicht. So. Mit der Öffnung nach vorne. Oder kriegst du das von oben jetzt reingesteckt? Den? Ja, ja, das musst du auch von oben. Das passt so gar nicht durch. Ja, er kommt. Hier, der erste ist drin. Oh, hier wird nochmal hoch wieder. Der ist rausgerutscht hier. Eieieiei. So? Ja. So, jetzt? Ja. Jo, der ist drin. Oh, das sieht doch hochwertig aus. Ja, der hat er auch jetzt. Gut. So. Der ist ja jetzt kurz vor OT, ne? Und deswegen sind die auch nicht entspannt, weil er nicht vor OT ist, weißt du? Vielleicht hätten wir ihn auf OT zusammenbauen müssen, aber so drücken wir ihn ja jetzt
Ja, deswegen habe ich ja gesagt, wir können ihn unten drehen, aber dann sagst du ja die... Ja. Irgendwas ist immer, ne? Ich habe da Angst vor. Warte mal, Hack, wir müssen jetzt die in die Verzahnung kriegen. Oder rutscht er hier schon rein? Ja, er ist drin, du. Du kriegst auch, wenn du jetzt so weit bist da mit deinem Rumgehampel, dann können wir einfach mal gucken, ob die Steuerzeiten stimmen, ob jetzt auch die Markierungen jetzt hier zueinander stimmen. Wie ja. lange dauert das denn noch mit dir da? Hallo? Er schnäbelt. Endlich. Ja, dann ist ja gut. Ich wollte dir mal ein Bier anbieten, neues, weil wir ja schon, ich glaube, die Hälfte an Arbeit haben wir ja geschafft, ne? Das kann wenn gut jetzt, sein, ne? Wenn so eine Art Bergbier, Bergfestbier. Ja, wenn die Steuerzeiten stimmen, dann trinken wir ein Bier. Was meinst du? Das ist mal ein Ansatz. Ja, da haben wir auch wirklich schon genug gearbeitet hier. Hier ist auf jeden Fall schön, das Flankenspiel. Ich kann es spüren, ne, dass das schon lose hat, das ist sehr gut. Jetzt kommt der... Nein, stopp, zurück. So, jetzt ist das so, dass... Hier ja eine Markierung ist, die da und hier ist ein roter Punkt. Und der soll jetzt... Ja, da ist der Pixel. Da ist und der er, ist da. Das müsste richtig sein, ne? Würde ich sagen. Sollen wir jetzt parallel nochmal Steuerzeiten von Einlass nach Grad in etwa checken? Können wir mal machen, aber ich wollte dir vorher mal einen Winterbock anbieten. Oh! Weil Winterbock, wenn man das trinkt, soll es ja angeblich Eis geben. Dann wollen wir den Winterbock nehmen, damit wir mit dem Schlitten noch los können. Damit können wir die Eiszeit, du. Eins. Zu, wie machen nicht, wir das jetzt? Nicht so wie, nicht so wie das. Das nicht ist so tief, wie, ne? Ja, nee, wieso? Da habt ihr doch Schuld gehabt. Ja, weil du so komisch zähl doch einfach mal. Ja, zähl du doch. Eins, zwei, drei. Och, das war zu schnell. Plopp, Mann, Mann. Prost, Männer. Prost. Und Mädels. Ein Stück weiter noch. Noch weiter. Weiter. So, da bist du auf UT jetzt. Das Ventilspiel stellen wir ein. Auf dem zweiten OT. Ja. Also, nee, nicht auf dem ersten OT. Also dem vor dem Zündungs. Jetzt, der müsste jetzt eigentlich, auch wenn, wenn wir den jetzt wieder auf Null drehen, dann müsste der, dann müsste der hier wieder... Spiel haben. Und dann muss man die Ventile einstellen. Und wollen wir denn nicht die Schrauben noch mit Drehmoment anziehen hier? Den hast du, oder sind die jetzt eigentlich fest schon, deine? Bevor man die Ventile einstellt, muss man ja alle Schrauben fest haben, Krishan. Mhm. Hast du die oben schon fest hier? Die habe ich fest, ja. Die? Die hattest du doch selber. Nee. So. Und deine kleinen Knopfelschrauben, die sind fest hier, die beiden. Die habe ich festgemacht, ja. So, dann brauche ich nochmal 19. 19. So. Würde ich mal sagen. Krishan, hörst, kommst du mal bitte hierher, Krishan? Ja, Meister. Ne? Nein, aber sowas kannst du nicht einfach so zusammenbauen, weil hier muss ja diese Stelle, die muss ja dicht sein. Und deswegen muss hier Silikon hin. Und das, wir müssen die eigentlich, darf da hier gar kein Öl hier rauskommen. Das müssen wir erstmal entfernen. Mal mit dem Lappen rein. Ja, oder die mal schräge stellen oder so, dass das Öl da hinten bleibt. Kriegen wir das hin? Ja. Kann man die im Stück, ne, kriegt man nicht hin, ne? Das ist scheiße, schlecht. Das glaubt man, das habe ich, wie ich das auseinandergenommen habe, hat Herr Törn, wie hieß er noch? Torbjörn. Wie hieß er mit Vornamen denn? Torbjörn ist ein Vorname. Nee. Wallin heißt er mit Nachnamen. Ach, ich dachte, das wäre sein Nachname. Nee. Torbjörn. Nee, und der hat das auch alles schön hier dicht gekleistert mit so ganz tolle. Rote Dichtungsmasse. Das habe ich auch immer. Ja. Gibt es das eigentlich noch? Ja. Habt ihr die irgendwo gesehen, die Dichtungsmasse? Hier ist sie doch.
Hat der Kameramann die Dichtungsmasse gefunden? Danke. Er denkt ja mit, du. Er weiß das alles ganz genau, wo das ja, liegt. Ja. Du. Was stöhnst du da? Geht nicht so, wie ich das will. Meine Frude Isabel, die will nicht so, als ich das will. Woher kommt das? Kennst du das? Fischer und. Du, von der Fischer und sin Fru. Haben wir eigentlich gesehen, ob die Ölpumpe antreibt? Ja, ne? Christian? Ja, wenn du dran drehst, dann. Hat sich das bewegt, ne? Ja. Mensch, da haben die aber auch was gebaut hier mit der Feder, du. Oh, oh, oh. Also auch verrückt, wie so ein Gehäuse hier zusammenpasst, ne? So ein Passstück, du. Das ist schon irgendwie sehr genau gemacht, das Ganze. Ja, irre, ne? Wenn man überlegt, ja, mit welchen Maschinen die das in den 20er, 30er Jahren ja zusammengebaut haben. Das ist schon echt irre. Ja, muss ich auch sagen. Da oben. Guck mal, hier haben sie das geklebt, das Gehäuse. Das ist alles so. Naja, das hat mal einen Schuss gehabt, ne? So ein Metallics-Kram. Ja, wer weiß, wo das herkommt. Aber kann ich mir vorstellen beim Auseinanderbauen, weil das ja auch, wenn man das so abhebt, dann knackt das hier ab. Oder die hat mal eine Schraube vergessen. Wer weiß. Kann auch sein, ne? Mhm. Was ist das hier? Das ist von. Ach, das war eine Ölpumpe unten drin. Echt? Nein, das ist der Stöpsel von meiner Silikon. Abdichtung. Da hast du wieder einen Schreck gekriegt, wa? Naja, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass es mich wundern würde. Ja, wenn wir was vergessen hätten, ja. Hat er toll gebaut, das Werkzeug. Du. Ja, irre, ne? Ja, sowas kann man ja auch kaufen, aber dass er das denn selber macht, ne? Jetzt komme ich da nicht mehr hin in die Ecke da. Ja, wer weiß, wo der gewohnt hat. Der war das übrigens, der lose war. Ich hab, ja? Ja. Ne, der passt ja nicht. So, das müsste gut sein, du. Ja. Ja, man weiß ja nicht, wo in Smallland der Kerl gelebt hat, ne? Lönneberger oder irgendwie sowas. Ja, manchmal haben die keinen Werkzeugladen. Bei Michel in Lönneberger, weißt du? Ach, hier bei dem. Der Blondschopf. Ja, warte mal, was machst du denn da? Der darf sich doch der gar nicht darf sich mitdrehen. Da drin, doch, darf er, das ist eine Steckverbindung. Na! Ja, ist das. So, jetzt sind die Ölleitungen dran, Herr Feldmann. Wir müssen jetzt hier die. Ja, du kannst ja mal den Ausdruck machen. Ich mach Ventile einstellen. Ja. Will er nicht? Was muss hier mit der Kopfverdichtung so reinarbeiten? Boah, da krümmt sich du. Oder hier noch weiter rein. Jetzt ist er ja gerade vor. Oh. NSO. Oder was? Wolltest mir Angst machen, dass du das Gewinde gestrippt hast. Ach du Scheiße. Du hast das heute auch mit mir, ne? Ja. Also kann man einen mehr ärgern, ne? Du. Ach du, oh nein. Du sei doch endlich mal irgendwie vernünftig. Ja, bin ich ja jetzt. Oh, jetzt ist das gut. Brauch nur mal die technischen Daten. Die 04 Einlass, 05 Auslass. Also 40? Ja. 40 Einlass? Ja. Meine Güte. So, da sind wir schon fast richtig hier. Boah, das finde ich toll, wie schön man hier rankommt und Ventile einstellen kann. Ja, das stimmt ganz genau hier. Guck. Ja, 1A. Ja. Gut.
So, jetzt müssen wir uns den Kompressionszyklus, den Arbeitstakt brauchen wir Arbeitstakt. Das heißt, Arbeitstakt. Ich drehe jetzt hinten dran und dann guckst du mal, wann das Einlassventil aufmacht. Ich sag, wann was passiert. Du. Ich brauche da wieder einen Schraubenzieher für. Nimm mir den dicken hier. So. Jetzt nicht so schnell immer. Guck mal, jetzt öffnet das Einlassventil. Ja. So, das heißt, jetzt geht der Kolben runter, ne? Nee, ah Mann. So geht das ja, der springt weiter. Das sind die Ventilfedern, die drücken ihn weiter. Drehst du in Fahrtrichtung? Ja, jetzt geht der Kolben runter. Ja, das ist schon zu spät. Ja, mach mal, dreh einfach weiter. So, jetzt schließt das Auslassventil. Auslassventil. So, jetzt noch mal wieder runter. Jetzt öffnet das Einlassventil. Machen wir weiter. Ja. Jetzt ist es zu. Und wenn er jetzt hochkommt, ist der Arbeitstakt. Genau. Und den auf Null. Jetzt pass auf. Weiter. Jetzt ganz vorsichtig, Christian. Noch 10 Grad. Stopp. Ja, jetzt haben wir, wie ihr schon gesehen habt, hier fast zusammen. Wir haben eben gerade die Steuerzeit nochmal überprüft. Wir hatten ja so Gradzahlangaben, Steuerzeiten, Öffnungszeiten, so und so viel Grad vor OT. Was war das noch, Christian? 50 Grad vor OT? 50 Grad, ja. Öffnet das Einlassventil. Und das stimmte ziemlich, ne? Ja. Und jetzt basteln wir nochmal die Zündung zusammen. Jetzt haben wir ein Zündmagnet hier, ein Kettenrad. Wir haben jetzt den Zündzeitpunkt festgestellt und der soll ja 48 Grad vor OT zünden. Das haben wir jetzt schon mal eingestellt. Jetzt haben wir den Magnet schon so weit eingestellt, eine Voreinstellung. Grobe. Grobe, dass der Zündkontakt jetzt gerade in diesem Moment, wenn der diese Stellung hat, also der Keil und mit diesem Strich haben wir eben überprüft. Jetzt müssen wir hier nur noch diese Kette hier nehmen und das Kettenrad drauf machen. Und den praktisch. Unser Vorgänger hat das so gemacht, aber ist eigentlich unwichtig. Aber eigentlich, wir machen das so, weil dann kann man nämlich genau sehen, dass, wenn man das hier dreht, dann kann man das nämlich besser überprüfen. Guck mal, jetzt ist ja noch ein Zahn, müsste er noch weiter in die Richtung. So. So, du steckst ihn jetzt locker drauf. Ja, ich bin noch nicht so weit geschaut. Okay. Ich wollte das gerne mit dieser Markierung hinhaben. Ja, so. So, pass auf, du hältst jetzt das Zahnrad und ich drehe jetzt hier langsam an dem Unterbrecher, bis der Papierstreif Loff sagt. Jetzt sagt der Loff. Ja, muss er noch nicht so bumsfest sein. Er ist jetzt aber ganz schön fest schon. Ja. So, das heißt. So, ich drehe ihn jetzt ein Stück wieder zurück. Ja. Tu jetzt den Papierschnupsi wieder dazwischen. Ja. Das ist eigentlich eine gute Idee mit dem Papier, finde ich. Das ist immer so. Da weiß man ziemlich genau, den Punkt, Zeitpunkt kriegt man ziemlich genau. Ja, das genau kannst du vor allen Dingen auch irgendwie an der Autobahn machen oder so, wenn du ein Problem hast. So, ich drehe jetzt langsam vorwärts. Mhm. Ich sag mal 48, ne? wenn du weit bist. Ne? Jetzt müsste er gleich kommen. Hast du das Papier zwischen? Jetzt? Ja. Gut. Jetzt bist du bei 80 Grad, jetzt bei 70, 60, jetzt langsam, jetzt bist du bei 50. Jetzt geht er los. Ja, das haut hin. Dann mache ich die Gradscheibe ab. So, ich habe noch mal das Spiel jetzt aus dem Baudenzug rausgenommen. Mal gucken, ob der sich, ja, guck mal, der bewegt sich super hier. Ja, und wieder zurück. Ja. Oh, macht doch einen ganz anderen Eindruck jetzt, wie der Hebel hier zieht. Du. Ja. Hast du Stremmer gemacht, ne?
Ja, ja, ich habe den Bowdenzug noch mal nachgesetzt. Jetzt hat er keine Lose mehr. Gut. Nee, schön, ne? Ja. So, fest. Hast du das mal gesehen, Christian, was der hat? Der hat hier einen Öler für die Primärkette. Hier so ganz, da tropft er immer so auf die Kette drauf. Jetzt kommt er. Das ist auch so ein bisschen eine muntere Sammlung aus originalen Schrauben, die dann 11 und 12 und so haben. Und 14 und manche haben 13, ne? Ja. Als Schlüsselweite. Kannst du die mal gegenhalten hier? Warum ist sie denn? Meinst du die hier unten? Oder, ach so, die ganz... Der da, ne? Ja. Ja, jetzt Schnäbel. So, gut. Wunderbar. Oh, reicht. Sonst kommst du wieder nicht an. Starten. Gut. Hast du einen Leerlauf jetzt? Weiß ich nicht. Nee. Ah, Alter. Oh, das gibt's ja gar nicht. Und das war jetzt auf? Frühzündung. Früh, machen wir ein bisschen später. Ja. Das ist ja geil. Kaufvertrag. Das ist von 1953, der original schwedische Kfz-Brief. Den müssen wir jetzt aus Einzelstücken uns zusammentüdeln.
Ist das Schwedisch oder ist das jetzt? Das ist Schwedisch, ja. Irgendwie so oder so. Ja, hier, ne? Das gehört hier so. So irgendwie. Etzner, Jon Vincent. Guck mal, und hier muss er irgendwo Rahmennummer 1023718. Mhm. So. Oder kannst mal sehen. Das ist aus der Zeit, wo das Ding offensichtlich als normale Straßenmaschine gefahren wurde. Das, was Torbjörn auch erzählt hat. Mhm. Das Ding hat Geschichte, du. Guck mal hier mit so einer Briefmarke hier noch drauf. Ja. Etzner Joel Vincent. Ingenieur war er, du. Ja. Er war Ingenieur. Wie die Schweden Ingenieur schreiben. I-N-G-I-N und dann J und Ö. Jür. Ingenieur. Ingenieur. Jür. Jür. Ja. Ja. Ja, wie Jörg. Ja, Jörg. Jörg, der Ingenieur. Ja. Ist Jörg ja Ingenieur, wa? Ja. So sieht das aus. Wallin Torbjörn. Wallin hieß er. Ja, guck mal, aber hier. 11.06.1955 hat er das Ding gekauft. Wahnsinn. Oder auf sich zugelassen. Ja. Ist geil, ne? Mhm. Ich finde das immer irre, wenn solche Sachen so lange in einer Hand gewesen sind. Ja, schön, dass man das hat. Ja. Packen wir alles weg. Ne, was wir hier noch haben, finde ich auch ganz toll. Das ist ein altes dänisches, Nostalgia. Schwedische Autozeitung. Und da ist in dieser relativ Zeitung... weit hinten. Zweite Hälfte. In dieser Zeitung. Jetzt kommt es. Kommt er. Da ist er. Hier ist sie. Ja. Und da gab es mal einen Bericht in der Zeitung. Und die Zeitung ist von 1993. Guck mal, das siehst du auch schon den Sattel. Ja. Und da hat er noch eine andere Startnummer gehabt. Ja. Und hier, das finde ich auch toll. Warte mal. Oh Gott, Entschuldigung. Ne? Hier ein Fahrfoto. Und hier, achso, das hatten wir ja schon erwähnt. Das war der Vorbesitzer und das ist der Torbjörn. Torbjörn, ja. Torbjörn. Und meinst du, das unten in der Ecke ist der Oldschool-Besitzer von. Du guck mal, hier ist die Maschine, aber das ist sie nicht, ne? D4991, das ist sie. Ja. Ja, aber volles Rohr, mein Junge. Dann ist die Maschine schon, so sind die damit auf Reisen gewesen. Ja, das muss dann ja aussehen. Guck mal, da hat er noch einen höheren Lenker dran. Und eine Lampe ist da dran. Genau, das hatte Torbjörn ja auch geschrieben, ja. Dass das Ding mit Straßenzulassung, mhm. Also auch mit Beleuchtung gefahren ist. Geil, ne? Der Fotografierer unter in Semestertrip. Der war Student, oder? 1956. 1956 ist das Foto. Das ist ja irre, du. So sah die Karre 56 ja. aus. Geil, ne? Und mit so einer Perle da hinten drauf. Ja. Ja. Die freuen sich, du. Schön, das ist echt eine Geschichte, du. Hat er dir die Zeitung mitgegeben hier? Ja, ja, die war dabei. Geil, echt toll. Absolut abgefahren, ja. Ja, schön. So, naja. Ich hoffe... euch hat das Basteln mit uns Spaß gebracht. War ja wirklich Neuland für uns. Ja. Und ich glaube, wir haben das echt gut hingekriegt. Würde ich auch sagen. Also dafür, dass wir echt da wie die Greenhorns rangegangen sind an die Geschichte. Ja, wenn man das nicht kennt. Ne? Ja. Also das, was man jetzt noch sagen muss, ist ja, wir haben die Steuerzeiten, wir haben hier ganze Königswälder alles auseinander gehabt und mussten die Steuerzeiten ja neu suchen. Haben... nach diesen Markierungen das zusammengebaut und haben die Steuerzeiten nochmal überprüft. Und das passte nicht. Das passte nicht. Und jetzt haben wir neue Steuerzeiten gefunden. Ja, aber die läuft ja. Aber läuft so 1A. Ja, die Angaben also ich vermute, dass da irgendwann mal eine etwas zahmere Nockenwelle drin gelandet ist, damit er damit auf Tour konnte. Kann sein, ja. Und die ist wohl heute noch drin. Der hätte uns mal die scharfe Nockenwelle mitgeben können. Also wäre Minister gewesen eigentlich. Ne? Echt. Torbjörn, wir wollen die scharfe Nockenwelle. Ja, okay. Wir schicken. Man müsste mal ihn mal auswendig machen und ihm das Video schicken. Das wäre toll. Ja. Ja. Das kann ich ja mal versuchen, seine E-Mail habe ich ja. Ja. Und dann sag der hier, lebt bestimmt noch. Dann sagst du hier, Kollege Schnürschuh, wo ist denn hier die scharfe Nockenwelle? Scharfe Nockenwelle. Ja. Wir wollen auf die Piste, Junge, und nicht nach dem Urlaub hin.
Wir wollen mal richtig. Also ich will ja, ist eigentlich der Plan, mit dem Ding auf dem Strand nach Röhm. Und wer ist Römel der Schmiermaxe? Wer ist der Schmiermaxe? Kannst du machen. Ich bin dabei. Ja, genau. So, wir machen Schluss jetzt. Dann römeln wir das Ding mal auf Römel über den Strand. Wir haben genug, geschraubt heute. Ja. Ja. Und wir sind glücklich! Genau, also bis denn. Kennst du Maiko, 50 Kubik? Ja, nicht alles habe ich nicht. Ja, so einen hatte ich mal früher. Die war schön. Und die heulten immer so. Also ich höre immer bei dir, das habe ich früher immer gehabt. Was hast du immer nicht gehabt? Das ist doch ich habe so viel gehabt. Das glaube ich. Ich habe ja immer was gehabt. Du. Ja, aber ich hatte auch mal. Das Rennen. Weiß ich mal, hatte auch? Nicht, weil er so viel war, wenn ich habe gehabt. Weißt du, was ich auch mal hatte? Na? Schnupfen. Durchfall. Ja, Durchfall. Masern. Du. Ich habe schon fast alles gehabt. Unglaublich. Oh, Leute. Oh. So. Dass mir das fertig wird. Oh, Leute, du. Ich soll zum Rennen. Ich blamier mich. Oh, geil. Nee. Nein. Da kann der Herr Heiko nicht mal eine Dichtung schnitten. Du. Der hat versagt. Du. Wie stehe ich denn jetzt da? Oh, Leute, Andi, hör auf jetzt. Ja, ich will auch. Da muss ja noch eine gewisse Ernsthaftigkeit rüberkommen. Du musst jetzt sagen, bleib mal sachlich. Bleib mal sachlich. Ja, echt, Mann. Das stimmt ja auch, Mann. Hat ja recht. Du. Also, oh, geil. So ein Unsinn. Aber das ist dieses komische Bier von Polo. Polo. Du. 4,9 Volt. Du. Und das hat...